Ich sehne mich nach den Mangroven. Natürlich war sie bis ins Mark verdorben. Schon damals, als wir die hölzerne Tochter fanden und großzogen. Manche Kreaturen können sich niemals entscheiden, ob sie dem Guten oder dem Bösen dienen möchten. Doch wir hofften damals, sie würde einfach niemandem dienen. So wie wir. Dabukta. Was haben wir erwartet? Sie ist eine scheiß Dämonenarche. Ach, mein kleiner Bruder, manchmal frage ich mich, ob ich nicht mit dir tauschen würde, wenn es die Gelegenheit gäbe. Ich trete zu ihm hin. Manchmal frage ich mich, wie viel von ihm noch da ist. Das Ächzen und Stöhnen sind die Geräusche des Schiffes auf hoher See. Fühlt sich für ihn das Wasser, das nachtblaue Wasser, vielleicht anders an als die der Mangrovensümpfe am stumpfen Finger des Jalayat? Wir waren damals nur Piraten. Piraten mit einer Findelarche. Sorka Alam, dieser Sohn der Heimtücke, hat meinen Bruder und Dabukta ineinander gebunden. Alam ist nun tot. Ich lache und tätschle den Stamm, der mein Bruder ist. Mein Bruder, Shahin und Dabukta, jenes Schiff, das wächst. Als wir es zum ersten Mal wagten, die Hölzerne zu betreten, mussten wir uns bücken. Damals war Alam unser Kapitän. Diese Ausgeburt einer geschlechtskranken Hafenhure. Jetzt sind wir beinahe zu wenig Mannschaft für solch ein Schiff. Aber andererseits braucht sie keine Mannschaft, nicht wahr? Die Hölzerne braucht nur Shahin, mein kleinen Zwillingsbruder, und mich, die Kapitänin. Als ich Alam tötete, als ich ihm die Kehle aufschnitt und ihn Dabuktas Leib bluten ließ, da zuckte sie nicht einmal. Für sie war er nichts, für mich war er nichts. Alam ist tot, damit Shahin wieder frei sein kann. Aber er ist immer noch gefangen. Sie alle haben gelogen. Sie wollen uns knechten, uns, die freie Mannschaft der Dabukta. Ich lächle. Manchmal glaube ich noch, dass wir wieder das sein könnten, was wir früher waren. Kein Darian Paligan. Keine Lügen, keine Drohung, keine Herren der nachtblauen Tiefen. Dass wir uns einfach davon machen, uns alle Eide entledigen, aller Pflichten, aller Gesetze. Oder wir tauschen einfach, Shahin und ich. Dann verschmelze ich mit ihr, werde Holz und Geächts und Kreatur, und er kann dann all diese Gedanken haben, diese Früchte vom Baum der Torheit. Ihr habt Charypso erreicht. Die Seefahrt dorthin war von allein vorausgesehen recht kurz, und ohne die blutige See gab es wenige Ereignisse, die euch aufgehalten haben. Vor euch liegt die Küste voller Mangrovensümpfe, das Wasser ist tiefschwarz gefärbt und stinkt brackig. Die ehemals weißen Villen haben ihre herrschaftliche Blütezeit schon lange hinter sich und dienen heute vermutlich Piratenkapitänen als Unterschlupf. Die bunt bemalten kleinen Häuser unterhalb der Stadtmauer sind die elendigen Behausungen von versehrten, entstellten Huren und allerlei verwahrlosten, plärrenden und bettelnden Kindern. Die klaren Züge der Straße und Gassen sind übersät mit Unrat und allerlei Sperrigem, das schon lange von niemandem mehr bewegt wurde. Ein Leuchtturm kündet zugleich als Effa-Tempel. Eine verrottende Lagerhalle soll der Fex-Tempel sein, doch der Ort ist weit davon entfernt, ein gewinnbringender Warenumschlagplatz zu sein. Willkommen in Charypso. So, Diamant, jetzt haben wir also dieses Piratennest erreicht. Das sieht ja von hier schon einladend aus. Nicht. Also, man sollte diese ganze Stadt niederbrennen. Nun seht ihr, das habe ich in Janka gesagt, aber jetzt scheint ihr es endlich zu verstehen. Und es gibt doch wohl einen Unterschied zwischen Janka und Charypso. Ja, genau. In Janka gab es mehr Bakterien. Janka war meine Stadt. An dieses Loch hier bindet mich nichts. Aber wenn Lolana hier ist, dann werden wir es beim Einfahrt in den Hafen auf jeden Fall sehen. Sein Schiff mit den giftgrünen Segeln ist leicht zu erkennen. Jemand ist? Lass die Geschütze doch doppelt laden, nur für den Fall. Während wir hier im Hafen anlegen, sollte auch dauerhaft die Dukatengarde patrouillieren. Wer weiß, wer sich hier aufs Schiff schleichen möchte. Die sollten unten patrouillieren, wie man es bereits gesagt hat. Sägen die hier an den Planken. Und wir sind ja auch gewiss richtig, ja? Uns wurde doch gesagt, dieses eine Piratennest sei irgendwie besser als das andere? Es sieht nicht so aus. Es gibt, soweit ich verstehe, noch ein anderes auf der anderen Seite der Straße. Und dann hast du was falsch verstanden. Wir sind hier bestimmt nicht bei dem besseren Piratennest. Scylla ist auf der anderen Seite. Und Charypso ist auf jeden Fall
die hässlichere der beiden Schwesternstädte. Nun gut, dann treffen wir uns halt mit diesem Loyona. Ist nicht hier auch irgendwo in der Nähe dieses Eders, von dem ihr gesprochen habt? Soll sich zumindest auf derselben Insel befinden. Wo genau? Wahrscheinlich in der Straße irgendwo. Nun, dann schlage ich vor, wenn wir im Land sind, versuchen die Herren das irgendwie herauszufinden. Könnte sein, dass wir eine Landexpedition organisieren müssen. Mit Schrittgeschwindigkeit könnt ihr an den Leuchtturm heranfahren. Die letzte Biegung, die ihr vor euch genommen habt. Besonders vorsichtig müsst ihr sein, weil das Wasser hier nicht sonderlich tief ist und die Wurzeln der Mangrovensümpfe euch durchaus beschädigen könnten. Und dann, als ihr in die Hafeneinfahrt einbiegt, könnt ihr tatsächlich ein doch relativ großes Schiff, eine dreimastige Talucke erkennen, die dort schwarz liegt. Und die Segel sind zwar eingezogen, aber man kann das trotzdem erkennen. Giftgrün leuchten sie zu euch herüber. Die Glutherz. Ja, sieht so aus, als wären wir hier, Rafim. Seht an, der verlorene Sohn kehrt zurück. Ja, ihr müsst mich entschuldigen, etwas Meditation war vonnöten. Hatte nicht damit gerechnet, dass der alte Mann uns so schnell verlässt. Welcher alte Mann? Habt ihr es nicht mitbekommen? Nein. Ich schwöre, wir haben niemanden umgebracht. ihr könntet ihn nicht töten, selbst wenn ihr wolltet. Von wem redet ihr? Verarscht mich. Nein, ihr tut wir nicht. Ja. Nachdem mein Großmeister. Delazar? Ja, er ist tot. Aber hat sich vom Felsen gestürzt, wie man es von ihm erwartet hat. Was? Naja, wir sind zu weit vorgedrungen. Versagen war nicht akzeptabel. Und nun? Puh. Wer führt jetzt die Basaltfaust? Naja, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Sag mir bitte nicht, dass der neue Anführer der Basaltfaust in einem allgemeinen Zweikampf bestimmt wird. Das wäre sehr schön. Aber nein, früher war es eine... Ja, war es nach dem letzten Mitglied, aber man hat wohl irgendeinen Brief von ihm gefunden, irgendein Testament, das weiß ich doch nicht. Man wollte sich das noch anschauen, bevor man irgendwelche Entscheidungen trifft. Hätten wir dich vielleicht zurücklassen sollen? Ich bin mir sicher, es gibt eine Menge an Zeremonien, an denen du hättest teilnehmen sollen. Ach, die Spur auf den neuen Großmeister, das kann ich auch machen, wenn ich dann da bin. Das ist kein Problem. Wenn man sich vorstellt, wir standen auch oben auf dem Rabenfelsen. Weißt du, Rafim, wir haben die Asche von Aviander verstreut. Der Patriarch war so gütig, uns das zu erlauben. Auswerfen! Ja, das ist freundlich von ihm. Und was ist das hier für ein Scheißloch? Wie man uns sagt, Charypso. Und wir denn hier? Wolltest du noch nie einen Blick auf das Piratennest werfen? Dann wird's aber Zeit. Wir haben ein Treffen mit dem, vermutlich dem Mann, dem dieses Schiff dort drüben gehört. Naja, das ist immerhin... grün. Die Glutherz, Rafim. Das Schiff von Dagon Lalana. Naja, dann lohnt es sich ja wenigstens in diesem Müllhaufen hier eingelaufen zu sein. Ja. Das wollte ich noch zeigen. Natürlich könnt ihr noch neben euch zahlreiche weitere Schiffe erkennen. Eures ist zurzeit das größte, aber wohl nicht am schwersten bewaffnet. So könnt ihr tatsächlich viele weitere Piratenschiffe erkennen. Die Flaggen sind zwar eingezogen, Totenkopf oder Skelett, aber man kann erkennen, dass sie entweder schwarz sind oder mit seltsamen Zierden versehen. Allesamt dann ja doch in recht beschädigtem Zustand, möchte man meinen. Einschusslöcher von verschiedenen Rotzenkugeln, die ihr erkennen könnt, und die Besatzung, die dazu am Kai steht oder irgendwie aus der vom Deck hervorlugt, tut ihr Übriges. Abelmir kann einen Blick noch einmal auf die Glutherz richten und du siehst dort, wie die Galionsfigur von einem angenagelten Skelett gekrönt wird.
Der Wappenrock der Person ist zwar unglaublich verschandelt von Gischt und von Salzwasser zerfressen, aber du meinst wohl noch die Farben von dem horasischen Doppeladler zu erkennen. Ich sehe diese Galionsfigur. Dafür wirst du bezahlen. Naja, relativ geschmacklos, oder was meint ihr jetzt? Es ist ein Horasier, den er laut nun ja angebracht hat. Naja, könnte ja auch ein Paktierer sein. Lolonna rühmt sich damit, nie einen gefangenen Horasier am Leben gelassen zu haben. Nun, ihr solltet die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er vielleicht nur zur Schaustellung irgendein Skelett dran genagelt hat und ihm einen horasischen Wappenbock angezogen. Und das macht es besser? In den Augen des Herrn Boron sicher nicht. Ich denke, wir können schon davon ausgehen, dass das tatsächlich ein Horasier ist. Auch wenn es nun jetzt keinen Unterschied mehr macht. Und mit diesem Piratenpack wollt ihr verhandeln? Naja, ihr seid ja unser Kapitän. Es ist vielleicht besser, wenn wir mit dem Mann reden und Abelmir sich im Hintergrund hält. Nun, ich würde zumindest vorschlagen, mit ihm zu reden. Ich bin nicht wirklich geneigt, mit ihm gemeinsame Sache zu machen, aber er könnte etwas wissen. Er könnte Schiffe, Geld oder Männer haben und alles drei brauchen will. Vor euch auf den Planken des Skies könnt ihr erkennen, wie wohl einer herantritt, der sich für so etwas wie einen Söldner hält. Hinter ihm könnt ihr 10 weitere tatsächlich Piraten erkennen, mit ihren Balestrinas locker am Gürtel und auch ein Säbel. Und so tritt er mit seinen Händen an der Hüfte und hinter ihm wohl noch ein Sklave, der ihm mit einem großen Fächer Luft zuwedelt. Wobei die Luft wird ihm wohl nicht zuwedeln, sondern eher die lästigen Fliegen vertreiben. Seht an, da kommt das Erpressungskommando. Willkommen in Charypso! Wo ist der Kapitän? Hier. Gut. Wer seid ihr? Der Zöllner! Wie lange wollt ihr denn bleiben? Könnt ihr euch ausweisen? Sowas gibt's hier nicht. Woher wissen wir denn, dass ihr der Zöllner seid und nicht irgendein Ganove? Dann müsst ihr wohl auf mein Ehrenwort vertrauen. Ich schlage vor, dass wir nicht auf sein Ehrenwort vertrauen, Captain. Aber dann schon des Prinzips wegen. Wir haben keine andere Wahl. Nun selbstverständlich. Wir können ihn einfach ignorieren. Wer schickt euch? Seid ihr hier im Auftrag von Moreno? Eppertkirche. Ei. Wie viel pro Tag? Tja, für das Schiff 10 Dukaten. Eine Dublone. Scheint mir ein angemessener Preis zu sein. Gut. Angemessener ja. Preis für diesen vergammelnden Sauhaufen von einem Steg? Ihr macht doch wohl Witze. Was schlagt ihr sonst vor? Wir draußen vor der Bucht ankern? Ich schlage vor, dass wir ihm einen Schuss vor den Bug geben und ihn verscheuchen. Was will er machen? Gib dem die Dublone. Er kann anscheinend nicht richtig umrechnen. Eine Dublone ist weit weniger als genug hat. Ich werfe ihm Sack zu mit 5 Dublonen, glaube ich, oder 5 Tage, 5 Dublonen. Ja, er wird das versuchen aufzufangen, wird es allerdings nicht schaffen mit seinen kleinen Schweinsäuglern. Und der ganze Sack plumpst erstmal vor ihm auf den Steg, wo er dann das versucht wieder einzusammeln und beißt einmal drauf, wobei ihr sehen und vor allem auch hören könnt, wie seine Zähne ekelhaft so ein bisschen knirschen und absplittern. Sehr gut. Wir versichern euch, dass euch am Schiff von unserer Seite aus nichts passieren wird. Ja. Und verschwindet von ihr. Ja, die drehen sich um und verschwinden. So. Kapitän, wir hätten das im Übrigen nicht bezahlen müssen. Eine Hafengebühr gibt's ja nicht. Sag die Effertkirche, die hier Hafengebühren mehr oder minder erpresst. Ich denke, 25 Goldstücke tun uns nicht weh. Und wir haben unsere Ruhe. Es geht ums Prinzip, Abelmir. Wo kommen wir denn hin, wenn wir jeden dahergelaufenen Ganoven Geld geben? Wir geben jedem dahergelaufenen Ganoven Geld, wenn er sich erinnert. Ja, ich wollte gerade sagen, sieht aus, Charypso kommt man dann hin. Gut, Diamantis, wo finden wir diesen verdammten Piraten? Diesen Piraten, wenn ihr versteht. Ja, natürlich. Der wird hier im besten Hotel der Stadt sein. Das ist auch sein Sitz, wenn er nicht gerade auf See ist. Im gütigen Perwall. Gut. Eines der wenigen Gebäude, das noch ansehnlich aussieht.
Wir stehen auf Deck ja relativ hoch. Ich sehe mich, während die anderen reden, mal um. Gibt es irgendwas im Sinne von Hafenbefestigung? Ja, also du siehst mehrere Türme und da auch mehrere Rotzen. Also so schweres Kriegsgerät ist das nicht, aber das kann euch natürlich schaden. Aber es sind nur ein paar Türme. Es ist nicht irgendwo eine richtige Hafenfestung aufgebaut oder so. Zumindest nicht, dass du sehen kannst, nein. Also es gibt hier, ja, nein, es sind viele Häuser und viele Türme, aber keine Festung. Nichts, mit dem wir nicht fertig werden würden. Die Stadtmauer beschränkt sich wohl eher darauf, dass man den Dschungel, den Urwald von draußen fernhält. Gut. Schiffswache. Hi. Verdoppelt die Wachen während der Zeit hier im Hafen. Sehr wohl. Und lasst mindestens zweimal pro Stunde jemanden unten rumgehen. Nun, wollen wir warten, die Wachen mitnehmen, um zu diesem Loyona zu gelangen? Ich denke nicht, dass wir dort mit Wachen aufkreuzen sollen. Allein, dass Rafim mit uns rumläuft, sollte reichen, dass uns das Gesindel hier in der Stadt in Ruhe lässt. Ich bin mir sicher, wenn er Faxen macht, können wir uns auch so hinauskämpfen. Wir wollen ihn ja nicht bedrohen, wir brauchen seine Hilfe. Das ist wahr, aber vielleicht möchte er uns bedrohen. Ja, ein paar weniger Bastarde in dieser Stadt hier schadet, glaube ich, überhaupt nicht. Dann sollten wir vielleicht wieder gehen, um das allgemeine Bastard-Level zu senken. Da mögt ihr nicht Unrecht haben. Na gut, wollen wir los, oder? Ja, Kapitän, müsst ihr entscheiden. Also ich bin der festen Überzeugung, ich komme da lebendig wieder raus. Nun, ich denke, ich werde auch es wieder hier rausschaffen, wenn die nun ja Situation kritisch wird, aber es geht nur um mein Schiff, unser Schiff. Ja, im Fall des Falles heißt einfach ein Feuerball. Ich glaube, die ganze Stadt würde abfackeln. Na gut, Diamant, das führt uns zu diesem Hotel, dieser Unterkunft. Uns hinführen? Ja, ich kann es versuchen. Muss auch mir die Gebäude anschauen, wie die aussehen. Ihr wart doch schon einmal hier, oder? Ihr wart doch schon einmal hier, oder? Ich war am Hafen, aber habe die Stadt nie außerhalb des Hafens betreten. Wir waren für Verhandlungszwecke hier und da es sich dabei um einen ananfanischen Versorgungshafen handelt, nie mehr als einige Stunden hier angelandet. Nun, zum einen bin ich mir ziemlich sicher, unsere Ankunft hat bereits einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zum anderen bin ich mir reichlich sicher, wenn wir jetzt einfach in die schmierigste Kneipe am Hafen gehen und nach Lolona fragen, wird man uns grob in die richtige Richtung weisen. Also geht, los. Ja, so macht ihr euch gerade auf in die Stadt. Da könnt ihr sehen, wie ein Effortgeweihter von dem Leuchtturm aus auf euch zukommt. Hey, wo wollt ihr denn hin? Weg! Kommt mal her! Ihr tritt auf euch zu, schlägt seine Kapuze zurück und ihr könnt das Gesicht eines alterslosen Mannes erkennen. Ich bin Garcia Bartolomeo. Das ist mein Hafen. Nun, der Unergründliche mit euch. Naja, mit dir auch. Hafengebühr. Die haben wir schon bezahlt. Bei wem? Bei mir? Nein, bei diesem schmierigen Typen, der zu uns an Bord kommt. Ja, merkt ihr selber, oder? Das hätte ich euch nicht gesagt. Warum bezahlt ihr schmierige Typen? Ich bekomme die Hafengebühr. Nun, für diesen Hafen solltet ihr euch eher schämen, dass Effort euch nicht schon allerlängst erschlungen hat, in welchem Zustand in dem er ist. Und ihr habt auch noch die Dreistigkeit, Hafengebühr zu verlangen? Schleicht euch! Wie redest du mit mir? In meinem Hafen! Dein Hafen! Kein Hafen ist das und Scheiße ist das! Zwei Stücke Treibholz, die aneinander getrieben sind vielleicht und die ihr dann festgebunden habt. So. Entweder bezahlst du oder du verpisst dich sofort. Und zwar aus der gesamten Stadt. Steht er uns im Weg? Nö, er ist gerade eigentlich herangetreten, so ein bisschen. Dann gehe ich weg. Ansonsten würde ich weggehen und ihn noch mit der Schulter ran. Kam von hier, ihr liegt jetzt irgendwo hier an Bord. Ich zieh ihn übrigens aber mir so am Ärmel mit. Ist das euer letztes Wort? Wird gleich euer letztes Wort, wenn er nicht verzieht. Das war alles, was ich hören wollte. Gut. Ja, ich bin immer ein Freund davon, wenn wir uns mit der Elfertkirche anlegen auf unserer großen Seefahrtskampagne. Hasswolf hat uns vor denen gewarnt. Da kannst du auch dich zurückblicken. Siehst gerade, wie Hasswolf irgendwie mit seinem Finger über seine Kehle zieht und in Richtung des Effertgeweihten deutet. Ist er denn wenigstens stolz auf mich? Du siehst den funkelnden Hasssprühen in seinen Augen. Ja, das nehme ich. Und er sagt dir ich hab's euch doch gesagt. So gehaucht. Du kannst es halt erkennen, ne?
Ja, vorbei an einer wrackigen, ein Warenhaus der Fexkirche. Du kannst kurz einmal durch die offenen, verlodderten Türen blicken. Kein Schrein, kein Fexgeweihter mehr. Und nach kurzen Wegen durch die Stadt, eine Gassenwissenprobe bitte. Die Stadt ist nicht groß, aber man kann auch viele verschiedene Dinge hier treffen. Wie zum Beispiel, als ihr irgendwie ins Innere geht, könnt ihr sehen, wie von einem der etwas höheren Häuser zwei aufgehängte Piraten, zumindest verlauterte Kleidung. Sie sind aufgehängt und baumeln da schon seit mehreren Tagen. Die Augenhöhlen wurden ihnen von irgendwelchen Krähen herausgepickt. Und die sitzen da wohl immer noch so ein bisschen anklagend auf den Schultern und starren euch dann hinterher. Was die wohl angestellt haben? Naja, gut. Ja, vor euch ragt dann auf das Hotel Gütiger Perwahl. Nach kurzen Wegen durch die Stadt. Ist ein bisschen schwierig, wie gesagt, weil überall Unrat rumliegt, irgendwelche Schränke, die aus den Fenstern geworfen worden sind oder teilweise Besatzung, irgendwelche Sachen von den Schiffen, irgendwelche Planken, die rausgerissen worden sind, sodass man dann Umwege nehmen müsste. Aber dann steht ihr vor so etwas, was das beste Hotel der Stadt sein sollte, Gütiger Perwahl. Nun, wenn er irgendwo ist, dann wohl hier. Treten wir ein. Und dann treten wir ein und achten natürlich noch schön drauf, dass wir uns alle auch die Schuhe abputzen. Ja, ihr merkt, dass die Vorhänge so ein bisschen löchrig sind, staubig. Und wenn ihr dann hineintretet, es gab wohl sowas mal wie eine Wandvertäfelung, aber die sind mittlerweile wohl Termitenmehl. Und ihr könnt tatsächlich noch die Ameisen oder die Termiten erkennen, wie sie dann hier irgendwie so eine große Straße gebildet haben. Das scheint hier wohl keinen zu interessieren. Und auch so rotes, bezogenes, gepoltertes Sitzmobiliar, abgewetzt, durchgesessen. Und dann steht ihr vor einem Tresen, eine große Glocke, aber sonst keiner da. Leuchten wir an der Glocke und warten. Ja, ihr könnt mal auf die Glocke hauen und nach einer Zeit kommt ein Maraskaner von hinten angeschlurft, traditionelle Landestracht. Seine Haare sind so ein bisschen speckig, schwarz gefärbt und so ein flaumiger Bart, der ihn so ein bisschen heruntergekommen aussehen lässt, blickt euch so ein bisschen trüb an, als würde er irgendeinem Drogenrausch stehen und guckt euch dann so ein bisschen mit schiefgelegten Augen an. Wenn ihr ein Zimmer wollt, dann geht doch einfach hoch. Wollt ihr bezahlen? Ich lege ihm tatsächlich ein Silberstück auf den Tresen. Das Leben ist schön, Bruder, Schwester. Wir suchen eher nach Captain Dolonna. Er erwartet uns. Ach so, ja, dann seid ihr wohl im falschen Hotel. Ich bin mir sicher, ihr könnt uns in die richtige Richtung weisen. Ja, ja, Gütiger Perwahl. Das steht ja zwar hier dran, aber eigentlich ist das nicht richtig. Zwei Straßen weiter. Ja, nun, verzeiht die Verwirrung. Es kann nicht ortskundig irgendwo mal passieren. Wenn ihr wetten wollt, seid ihr zu spät. Moment. Er geht nochmal kurz weg und schlurft dann nach wieder heran, warum er auch immer jetzt weggegangen ist, und legt euch dann so ein stinkendes Stück Fleisch auf den Tresen. Für das Silberstück. Für was ist das? Ich nehme es mit. Kommt. Und dann werfe ich das Stück Fleisch dem erstbesten Straßenhund zu oder so, der Interesse zeigt. Ja, du siehst, Ratten gibt es viele, Straßenhunde keinen einzigen. Ja, gibt doch keine Katzen. Okay, dann nehme ich ihn so lange mit, bis wir im echten gütigen Perwahl ankommen, und was schmeiße ich dann da über irgendeine Mauer? Ja, wenn du ankommst, zwei Straßenecken weiter, kannst du tatsächlich schon durch die Fenster lautes Gebelle und Geknurre hören und das aufquiekende Jaulen. Ja, dann halte ich das noch ein bisschen fest. Vielleicht haben wir ein Gastgeschenk mitgebracht. Als ihr eintretet, könnt ihr vor einer stinkenden Meute von Abschaum stehen. Piraten, teilweise Erbrochenes auf dem Boden, zertretene Flaschen, Krüge, Bier, Whisky, verschiedenste alkoholische Getränke. Und allesamt sitzen sie entweder an den Tischen oder vor einer großen Grube, die sich zu eurer Linken befindet. Und hinter dem langgezogenen Tresen könnt ihr eine doch junge, hübsche Mohaha erkennen, die dort gerade in einen großen Becher spuckt und mit einem schmierigen Lappen auswischt. Bezauberndes Ambiente. Ihr führt uns immer wieder zielgerecht in die besten Lokalitäten. Ich würde gerade so, als wäre ich der Einzige, dessen Idee das gewesen wäre. Ich glaube, das trifft in dieser Stadt sogar zu. Das ist wohl die beste Lokalität. Und ja, es tut mir sehr leid, Captain, dass wir nicht jede Nacht im Seelander übernachten können. Und dass
Und das mit einem Ort, der sich gütiger Perval nennt, kann doch sowieso etwas nicht stimmen, oder? Verzeiht bitte, dass ich eure feinen horasischen Sensibilitäten beleidigt habe. Warum lassen wir das? Nun, wo finden wir diesen verdammten Kapitän? Ja, ihr blickt euch ein bisschen weiter um. Zu eurer Rechten könnt ihr sehen, da sitzen wohl irgendwelche Leute, spielen Karten, poltern oder sowas. Und in der Ecke liegen wohl noch weitere Leute, die blutige, aufgeplatzte Lippen, Nasen haben. Also die Schlägerei und die dazugehörigen zertrümmerten Stühle, die wohl auch mehrfach wieder zusammengesetzt worden sind, liegen wohl noch daneben zu einem großen Haufen.